Hallo zusammen, willkommen. Wir sind wieder hier auf der Landkreis Rostock beim Milchbaron XXL und ja, beim BGA Simulator. Ja, ich habe jetzt ein bisschen rumexperimentiert. Wir hatten ja das letzte Mal mit der BGA so, also mit der neuen, mit der modularen BGA, ja, so leichte Schwierigkeiten gehabt. Die Variante, so wie ich es gerne gewollt hätte, funktioniert einfach nicht. Und deswegen bin ich jetzt auf die alte Version dieser modularen BGA zurückgegangen. Und die werden wir jetzt weiter bauen. Also wir haben ja schon das Gärreste-Lager gesetzt. Das wird auch schon befüllt. Das läuft jetzt. Wir haben den Bunker, da können wir Mist reinmachen. Das heißt, wir brauchen jetzt im Grunde den Nachgärer einmal und wir brauchen einen Fermenter. Es ist die Frage, was ist wichtiger, weil beides werden wir uns nicht leisten können. Ja, selbst der 200er, die sind einfach so teuer. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Geld verdienen, erstmal. Aber wir können trotz allem ja schon mal befüllen. Also zum einen ist ja der Gärrestefahrer hier unterwegs. Wir können Mist schon mal in den Bunker reinschmeißen. Das geht und wir können uns überlegen, wie wir das Ganze konfigurieren müssen, damit das nachher auch richtig läuft. So, wir haben zwar hier den schönen Weg, aber wir müssen mal so ein bisschen unorthodox daran fahren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel hier in den Bunker reingeht. Wir haben ja den größten genommen, aber da wird, denke ich mal, einiges. Ich hoffe, dass einiges reingeht. Können wir ja mal gucken. Gucken wir mal. Der Bunker mit Mist. Ja, 35.000. Das ist ja eigentlich gar nichts. Das ist, ich hätte da gedacht, dass da mehr reinpasst. Da müsste ich den vielleicht auch mal noch ein bisschen demnächst mal vergrößern, weil bei den Massen, die wir hier rumkarren werden. Gut, dann lass uns aber erstmal den Mist aus den Mistplatten ins Lager einfach kippen. Ja, das sind jetzt halt so diese Feinarbeiten, die muss man gucken. Wenn es nachher um die Fermenter geht, was die Verarbeitung geht, da können wir ja dann zur Not auch zwei, drei, vier Stück hinsetzen. Das ist ja dann nicht das große Problem. Aber wichtig ist, dass wir relativ einfach und schnell das ganze Zeug da reinbekommen. So, aber während der hier ist, ah ja, guck mal, der muss hier noch einmal abladen fahren. Und zwar nicht bei der Produktion, sondern bei Mineralfutter. Anlieferung Mineralfutter. Los geht's. So. Der ist voll hier. Da würde ich sagen, dass wir den wieder zum Lädli rüberschicken. Supermarktpaletten. Los geht's. So. Tun wir das einfach schon mal zusammenziehen hier im Lager. Und dann werde ich eben den Bunker einfach auch vergrößern für die Sonntagsfolge. Aber wenn wir gleich die Butter und den Käse wieder verkauft haben,
Dann können wir rein theoretisch, denke ich mal, zumindest den Nachgärer bauen, damit der schon mal loslegen kann. Weil wir brauchen dann noch den Generator dazu, damit wir den Strom auch besser verkaufen. Wobei, das ist jetzt die Frage, könnten wir, warte mal, könnten wir den Strom? Ah ne, das geht nicht. Das geht nicht. So. Zuckerrübenschnitzel werden wir, denke ich mal, in der auch mitmachen. So, und das Gärrestelager hat schon mal 100.000 Liter. Das funktioniert. Also das werden wir erstmal schön befüllen. Und sobald wir Geld haben, kommt eben der Nach. Jawohl, jetzt ist wieder die Frage, welcher von den beiden Nachgärern brauchen wir? Ja, da muss ich gleich wieder nachschauen. Wir brauchen da klar den, der mehr Durchsatz hat. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Also wir haben kurz mal keinen Sound bei euch, weil ich hier nachschauen muss. Modulare BGA. Der Nachgärer. Es ist entweder der Groß oder der Groß 2. Also Groß 1 oder Groß 2. Der 1er verarbeitet 8000 in der Stunde und der 2er verarbeitet 6 mal 7. Also wir brauchen den 1er. Gut, also Nachgärer 1 groß wird gebraucht. So, noch mehr Mist. Das Ding ist halt, wir werden immer mehr Mist bekommen, je mehr Kühe wir na klar haben. Und ich hatte eben wirklich beim Vorspulen da im April einfach das Problem, dass da nichts mehr ging. Da war der die Chemiefabrik war voll und das andere Ding auch. So, ich sehe aber auch, wir brauchen Kalk. Guck mal, Kalk können wir doch kaufen. Ah ja, der ist beim Ding angekommen. Hier zur Chemieanlieferung mit Kalk. Aber er macht das nicht so, wie ich das gerne hätte. Du solltest dann doch irgendwo hinfahren, wo es Kalk gibt. Gut, da war das Tor zu. Mal gucken, ob das funktioniert, wenn wir hier draußen sind. Nö. Dann sagen wir, oh, das ist immer, wenn das alles offen ist, muss man so weit scrollen. Landhandel, Kalk. Zack, zack. Eine Runde, los geht's. So. Bing, bing. Achso, das ist hier. So. Ich konnte das doch irgendwie verschieben. Steuerung rechts, AD. Guck mal, da schieben wir das nämlich hier rüber. So. Und schon haben wir wieder Geld. Gucken, schaffst du das jetzt hier um die Kurve? Ah, so geht's besser. So, das heißt aber, wir
Achso, das ist der hier gewesen. Okay. Wir brauchen oder wir müssen jetzt darüber und weiterbauen. Was haben wir jetzt gesagt? Den Nachgärer 2, ne? Oh, Nee, 6, Nachgärer 1. Nachgärer 1. So, Produktion. Großer Nachgärer 1. Du hast nicht genügend Geld, genau. So, den würde ich dann eigentlich irgendwo... wo ist das Gärrestelager? Das ist hier. Das können wir ja so machen. Zack. Cooles Teil. So, dann müssen wir das jetzt mal alles so ein bisschen einstellen. Und zwar geht das los. Das Gärrestelager, das verteilt. Das ist wichtig. Der Nachgärer, den müssen wir anmachen. Der bekommt Gärreste. Und verarbeitet die zu Methan und Strom. Das Verkaufen vom Strom machen wir nachher über die Generatoren. Da haben wir aber noch keine weiteren da, weil wir... die haben wir noch nicht, weil wir noch kein Geld haben. Deswegen lassen wir die auf Einlagern stehen. Weil bis der voll ist mit 50.000, das dauert eine Weile. So, jetzt müssen wir mal gucken. Gärrestelager, das verteilt. Unsere BGA lagert die Gärreste ein. Ich habe sie hier überall auf deaktiviert gestellt. Das heißt, es wird nichts automatisch verteilt. Auch gut. Der Bunker, da machen wir Mist an und wir werden die Rübenschnitzel anmachen. Der muss verteilen. Weil der muss nachher in den eigentlichen Fermenter rüber switchen. Ja, so sollte das dann, hoffe ich mal, funktionieren. So, aber wir können mal gucken, missionstechnisch. Nein, nur Ballen. Nö. Nö, das machen wir nicht. So, der fährt hier die Gärreste spazieren. Ja, guck mal, wir müssten gleich den Nachgärer starten, weil um 11 Uhr, nämlich jetzt, müsste der verteilt haben. Das heißt, das Teil müsste jetzt an sein. Der große Nachgärer hat die 150.000 bekommen und hat schon Strom produziert. Perfekt. So, und wer hat jetzt hier gerade Bing Bong gemacht? Wer hat hier... Also, ihr zwei habt hier Stress. Stellen wir den mal einfach mal hier beiseite. Brauchen wir aktuell nicht. Ach, dann war das garantiert der... Ne, nicht der. Der da ist wieder angekommen. Oh, perfekt. So, aber wir haben... warte mal, der Generator. Der große Generator. Das war... Der da. Der kostet 85.000. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir hätten zwar die 85, aber dann ist gar kein Geld mehr da und das ist halt auch schlecht.
Und ich würde doch lieber vorher einmal den Fermenter noch setzen. So, aber wir sind eigentlich ziemlich durch mit der Sache. Gut, wir können. Wo ist er denn? Einer von den Silage Waren zur. Wo brauchen wir Silage? Eigentlich nirgends. Dann fahren wir Silage zu unserer normalen BGA, würde ich sagen. Und wie gesagt, wir können eben jetzt so immer so Stückchen für Stückchen diese BGA ausbauen, wie wir es eben brauchen. Ob wir irgendwann eigene Zuckerrüben machen, wäre halt auch noch eine Option. Aber da sollten wir dann, wenn schon, ein Riesenfeld, glaube ich, machen. Damit wir dann auch genug haben für im Grunde beide BGAs plus die Mineralfutterproduktion. Aber ich glaube, da fahren wir besser, wenn wir da einfach zukaufen. Aber ich muss sagen, ich glaube, das wird langsam aber sicher immer besser werden. So, guck, jetzt wird Kalk gekauft. Das brauchen wir eben auch. Ja, Zuckerrübenschnitzel bei der BGA hier. Werden wir auch in Angriff nehmen. Aber wie gesagt, ist jetzt wichtig, dass zumindest schon mal unsere Gärreste verarbeitet werden. Weil ich hatte mir überlegt, ja, ob wir uns nicht ein Güllefass holen und unsere Felder mit den Gärresten düngen. Aber ich habe da mir nämlich was angeschaut und dachte mir dann, nö. Wenn wir jetzt einfach mal gucken, wenn wir unser Feld. Was war das? Die 34, glaube ich. Hier, die 34, unser Weizenfeld mit Gärresten. Könnten wir jetzt mit dem, was wir jetzt in den, weiß gar nicht, 2 Jahren erzeugt haben, ja, anderthalb Mal düngen. Und das würde vermutlich Tage dauern. Deswegen, nee, machen wir das nicht. So, hier wird Kalk gekauft. Jupp, das läuft. So, wir könnten, aber da wir ja auch Zuckerrübenschnitzel brauchen, hier schon mal den Schnetzler dranhängen. Dann können wir da nämlich weitermachen. Das heißt, ich muss bei der BGA, bei der modularen, den Bunker, den großen, vergrößern. Bis zur nächsten Folge. Damit wir da eben ordentlich was reinbekommen. Und ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Wir müssen auch gleich mal schauen, wie viel Zuckerrüben wir noch haben. Ob wir da mal wieder kaufen müssen. Ja. Was haben wir denn hier? Zuckerrüben, ja, es sind nur noch 240.000. Das ist nicht mehr allzu viel. Das heißt, da werden wir demnächst mal unsere LKWs auf Einkaufstour schicken wieder. Aber das machen wir nicht mehr heute, weil wir es nämlich schon wieder fertig sind. Das heißt dann, ja, Sonntag. Ups, falsche Taste. Sonntag geht's weiter hier mit der nächsten Folge. Dann gucken wir mal, wie es dann hier weitergeht. Ja, schaut einfach rein. Ich denke, es wird spannend bleiben, wie wir das alles hingedreht bekommen. Ja, und damit sage ich Tschüss, ciao, macht's gut, bleibt gesund und bis dahin.